Ein geistiges Leben führt nur der Mensch, der zu Gott verlangt, während der Anhänger des Satans ein rein weltliches Leben lebt auf dieser Erde, selbst wenn er ein scheinbarer Vertreter Gottes ist. Die Welt überwinden heißt auch den Satan überwinden, der Herr der materiellen Welt ist, insofern, als ihm noch das unreife Geistige gehört, das in der Materie gebunden ist, obwohl ihm die Macht über das Geistige entzogen ist. Es ist wohl noch sein Anteil, weil es gleichen Geistes ist, doch seinem Einfluss nicht zugänglich, solange es in der Form gebunden ist. Dennoch ist es sein Mittel, um die Menschen, das Geistige, das in der Entscheidung steht zwischen Gott und ihm, zu sich hin überzuziehen. Denn der Mensch als anfänglich unreifes Geistiges verlangt nach dem, was die Welt ihm vor Augen stellt. Doch es soll es überwinden. Dann gehört er dem Vater von Ewigkeit an, dessen Reich aber geistig ist. Wer also die Welt liebt und ihre Freuden, wer nach der Materie trachtet und nur für die Gewinnung dieser lebt, der gehört dem Gegner Gottes an und räumt ihm auch die Macht ein über sich selbst. Wer aber zu Gott verlangt, den reizt die Welt nicht mehr. Er hat die Welt überwunden, ansonsten das Verlangen nach Gott nicht in ihm erwacht wäre. Folglich ist das Abwenden von der Welt auch ein Zeichen der Gottzugehörigkeit im freien Willen angestrebt. Der Satan lockt mit der Welt und hat sonach ein Zugmittel, dem die meisten Menschen verfallen, weil sie die Welt lieben. Weltliebe und Gottesliebe zusammen ist nicht möglich. Und Weltliebe und Nächstenliebe wird auch selten zusammen anzutreffen sein oder letztere schon ein Abnehmen der ersteren bedeuten, und daran erkennt ihr die Anhänger Gottes und die Anhänger des Satans. Und es wird auch der Mensch solange nicht den inneren Frieden finden, den Frieden der Seele, wie er den Gütern der Welt Beachtung schenkt, wie er sie noch begehrt. Denn der Frieden der Seele kommt aus Gott, und Gott ist nur bei dem, der der Welt den Rücken zeigt. Der Mensch ist zwar in die Welt hineingestellt und muss seinen Erdeaufgabe nachkommen, und das zwingt ihn auch, Füllung zu behalten mit der Welt. Doch es geht um das Begehren des Herzens. Es geht um die innerste Gesinnung den Schätzen der Welt gegenüber, die völlig an Glanz verblassen werden, so das Streben nach dem geistigen Reich und seinen Schätzen den Menschen erfüllt. Dann steht er wohl gleich fort in der Welt, doch nur zur Erfüllung der Pflichten, die ihm das irdische Leben auferlegt. Die Welt aber reizt ihn nicht mehr. Und das ist ein Zeichen, dass er die Welt überwunden hat und folglich auch ihren Herrn, dass er sich gelöst hat von dem Gegner Gottes, um die Verbindung mit Gott herstellen zu können. Niemand kann zweien Herren dienen, und welchem Herr der Mensch dient, ist klar ersichtlich an seinem Verlangen. Die irdische Welt und das geistige Reich sind so weit voneinander entfernt, dass es wohl zu unterscheiden ist, wonach das Herz des Menschen verlangt, und niemals kann der Satan herrschen in einem Menschen, von dem Gott schon Besitz ergriffen hat, durch dessen Wille. Amen.